So, moin moin Leute, herzlich willkommen hier zu dem ganz auf Boom Livestream am heutigen Tage. Ich sehe PCs am Start, Daniel, Rubin, DLW, Sven, Vogel, PNG. Schön, dass ihr alle am Start seid. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Wie ihr dem Titel wahrscheinlich schon entnommen habt, möchte ich heute meine täglichen Quests erledigen und... Nee, ich glaube, mein Mikrofon steht gut. Ich wollte es gerade noch zurechtdrücken. Ja, meine täglichen Quests für heute. Verwende 30 Granaten, bestreite 9 Kämpfe, belege dabei die Plätze 1 bis 2 im Team. Und am allerwichtigsten, um das Gold zu bekommen, erziele 16 Kills durch Kopfschüsse. Ein bisschen habe ich schon gezockt, ich glaube 1 oder 2 Runden. Und wir werden gleich mal loslegen hier und starten in die erste Runde. Moin Lukas, schön, dass du auch mit am Start bist. Wir fangen jetzt gerade erst an, bist also super pünktlich. FB1 ist mit am Start. Moin sind Fabi. Alle genannt außer mich. Ach, ja, habe ich jetzt eben gerade auch gesehen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und Clasher ist auch am Start. So, Moinsinn. Dann konzentriere ich mich mal ein bisschen aufs Game. Und hoffe, dass ich hier was reißen kann. Ah, da wartet der schon. Das ist ein Kopfschussopfer. Yes. Nein! Fuck. Oh, meine Mann. Dein Lieblingsmap. Ja, die Map ist tatsächlich ganz nice, PNG. Und heute spiele ich erstmal nur so für mich, Daniel. Heute mache ich erstmal kein Community-Zocken, sondern möchte hier einfach nur ganz normal zocken, um eben meine täglichen Quests zu erledigen. Oh, da sniped einer. Aber vielleicht mache ich ja irgendwann demnächst mal wieder Community-Zocken in Guns of Boom. Wird auf jeden Fall bald mal wieder Zeit. Na schade, es hätte ein Headshot werden können. War das einer? Auch keiner. Ätzend. Na, da ist jetzt einer drin. Irgendwo da ist einer drin. Da. Was? Geht ab. Verbrennt der nicht noch? Doch, okay, aber es war leider kein Kopfschuss. Miss. Sollen wir ein paar Granaten einfach in den Himmel werfen? Ich muss ja noch 30 Granaten insgesamt werfen. Da ist doch ein schönes Kopfschussopfer. Jetzt aber. Auch kein Kopfschuss. Mann, ich treffe jetzt aber irgendwie die letzte Kugel nicht mehr. Moin, Mehmet. Ja, stimmt, das habe ich auch gesehen, Sven. Du warst tatsächlich der Erste, der da reingeschrieben hat in den Chat. Oh, die war nicht ganz ideal geworfen. Oh, da ist einer. Auch kein Kopfschuss. Was ist da los? Moin, Sebastian. Hey, warum hat der gar nicht gezählt, der Kill? Den habst du gerade eindeutig umgelegt. Sehr strange. Ja, wir sind leicht im Rückstand und ich muss echt mal hier... Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich echt nicht. Ich will Kopfschüsse verteilen. Ah, das wird schon wieder nix. Ah, Kopfschuss. Sehr nice. Anaconda oder Ranger? Beide übelst nice. Je nachdem, ob du jetzt aktuell eine bessere Shotgun hast oder ein besseres Sturmgewehr. Davon würde ich das abhängig machen. Oh, hier ist die Juggernaut, die Level 34 Waffe, das Sturmgewehr davon. Nein, ich bin auch so dumm. Er hat die Cerberus in der Hand und ich laufe auf ihn zu. Ich hätte einfach nur da stehen bleiben sollen, dann hätte ich es auch noch geschafft. Hallo Marcel. Schön, dass du auch eingeschaltet hast. Ah, geil, noch ein Headshot.
Ah, das war keiner. Schade. Das war einer. Sehr schön. Nein, von hinten. Ich bin tot. Okay, das war's. Oh, das ist aber eine ziemlich ausgeglichene Runde. Wir sind nur ganz knapp in Führung. Oh, das war zu viel. Ätzend. Na, geil, er ist noch verbrannt. Ach du, mir geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch gut, Marcel. Bei mir ist alles schick. Und die Runde ist gleich vorbei. Oh, ganz knapp. Ich habe gedacht, dass dadurch, dass ich gestorben bin, verlieren wir noch die Runde. Aber die Punkte von den Gegnern haben zum Glück nicht mehr gereicht. Und wir waren einer weniger und haben trotzdem gewonnen. Immerhin, auch wenn ich nicht ganz so viele Kopfschüsse machen konnte bis jetzt. Na, wobei, es geht. Es geht. 8 von 16 habe ich schon, aber nur 2 von 9 Kämpfen und 8 von 30 Granaten. Das ist schön zu hören, dass es dir auch gut geht, Marcel. Very nice. Hast du letztens etwas gespendet? Nicht, dass ich wüsste, PNG. Wieso? Steht da irgendwo dein Name mit drin? Unten in der Leiste? Ich sehe das jetzt gerade nicht beim Zocken. Ah, noch ein Kopfschuss. Komm, noch einer. Sehr gut. Jetzt bin ich tot. Was meinst du? Nee, wenn, dann machst du es heute. Ja, so, keiner hält dich auf. Dann solltest du da unten auch erscheinen. Ich hoffe, das würde dann auch sofort funktionieren. Sollte es zumindest. Ah, geil, noch ein Kopfschuss. Aber falls nicht, benötigt das eigentlich nur 2 Klicks. Und dann bist du da unten auch mit drin. Aber wir sind ganz schön hier im Rückstand in der Runde. Wir müssen echt mehr erobern. Oh nee, der hat einen Blutsauger gehabt. Moin, Lafina. Schön, dass du auch wieder mit am Start bist. Der Stream hat noch nicht begonnen, oder? Du schaust gerade den Stream, Sven. Wenn er nicht begonnen hätte, könntest du ihn logischerweise nicht schauen. Jetzt sind sie bei C. Ich laufe mal gleich rüber. Ah, sehr schön. Noch ein Kopfschuss. Diesmal läuft es deutlich besser. Na, schade. Ätzend. Ja, wir sind immer noch gut im Rückstand und ja, bis auf B haben sie schon wieder alles eingenommen. Moin, Schredder. Und, das war doch ein Headshot, oder nicht? Schade. Hätte ich schwören können, dass das ein Kopfschuss war. Aber egal, ich glaube, ich habe das sowieso bald schon erfüllt mit den Kopfschüssen. Und dann kriege ich mein Gold. Das ist sehr gut. Das muss ich jetzt ordentlich sammeln, weil die Level 34 Waffen sind unglaublich teuer. Und vielleicht schaffe ich das ja, das irgendwie doch nochmal zu sammeln. Indem ich einfach immer regelmäßig die Quests mache. Aber jetzt holen wir auch langsam auf, sehe ich gerade. Das ist sehr gut. Da haben wir ja doch noch eventuell eine Chance zu gewinnen, aber bei 1200 Punkten haben die Gegner ja schon gewonnen. Deswegen müssen wir uns jetzt ranhalten. Ah, jetzt haben wir schon wieder 2. Das ist nicht gut. Dann gewinnen die gleich. Oh, ich bin gleich tot. Oh Gott. Oh, jetzt habe ich keine Muni mehr. Ich probier's. Okay. Nein. Die sind noch knapp vorne, die Gegner. Müssen wir uns echt dran halten. Ah, ätzend. Oh,
Und wir haben verloren, oder? Ja, ganz knapp. Shit. Naja, moin Tessa. Schön, dass du auch am Start bist. Hier spielt es im Moment erstmal nicht mehr der Drachengebrüll, denn ich möchte hier noch... Ja, zwei Kopfschüsse muss ich noch machen. Dann kann ich ja nochmal zu Drachengebrüll wechseln, weil mit der Feuerteufel lässt es sich einfach deutlich besser auf den Kopf schießen, weil die eine viel langsamere Feuerrate hat. Nein! Der ist mir etwas schnell über den Weg gelaufen. Boah, gleich noch ein Sniper hinterher. Oh, da hinten ist er noch. Da hinten ist der Sniper. Nein! Boah, das klingt nicht gut hier. Das sind Gegner. Ich höre das ganz genau. Ja. Und er stirbt aber noch. Er verbrennt. Yes. Also für Gunbugs kann ich hier ganz klar die Ansturm empfehlen, die ich hier auch spiele. Ist die, mit Abstand die geilste Shotgun für Gunbugs. Und eine Lieblingsmap habe ich ehrlich gesagt nicht unbedingt. Da würde ich mich gar nicht so festlegen. Aber welche ich besonders cool finde, ist auf jeden Fall diese Map Tropische Inseln, wo man den Punkt erobern muss. Die gefällt mir richtig gut vom Design. Na, kommen Sie da jetzt schon wieder? Ich habe irgendwo Schritte gehört. Yes, da ist er. Oh, von hinten. Gar nicht gut. Und von links, jetzt bin ich tot. Shit. Na komm her. Kopfschuss. Ja, jetzt habe ich locker meine Kopfschüsse voll. Dann kann ich auch gleich nochmal zu Drachengebrüll wechseln. Warum nicht? Kann ich nochmal mein Setup nochmal ein bisschen ändern. Oh, das geht nicht gut aus. Ja, das war sehr schlecht. Jetzt aktuell habe ich von Helm und Beine einmal Jäger der Nacht als Helm für erhöhten Kopfschussschaden und für die Beine habe ich einmal, dass ich Rüstung regenerieren kann. Das ist im Moment jetzt gerade mein Setup. Ich wechsle das immer mal, je nachdem, wie ich gerade Bock habe, welche Waffen ich sonst spiele. Das war schlecht. Aber das ändere ich auch gleich nochmal. Du, wir haben im Moment genug Mods. Mods. PNG. Ich habe erst ordentlich aufgerüstet letztens. Und danach auch noch unendlich viele Anfragen bekommen, ob man nicht Mod werden könnte. Na, damit hast du nicht gerechnet, wa? But. Na, keine Chance, Freundchen. Und ich hole dich auch noch. Bam. Ja, glaube ich, dass ich das freuen würde. Ich finde es auch nett, dass du es anbietest, aber wie gesagt, im Moment haben wir genug Mods. Und in den letzten Livestreams hatte ich teilweise schon, dass alle 5 Mods gleichzeitig online waren. Und da kannst du dir vorstellen, wie der Chat aussieht. Da besteht 3/4 der Kommentare nur aus Moderatorenkommentaren. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. So viele Mods brauche ich aktuell einfach nicht. Aber wenn ich wieder welche brauche, dann werde ich wieder Bescheid sagen und dann können wir ja gucken. Oh, der folgt mir ernsthaft. Oh, geil. Den habe ich noch weggeholt. Nice. Nee, ich wohne in Schleswig-Holstein.
Nicht in Berlin. So, jetzt haben wir hier schon mal das Gold. Und dann kann ich nochmal meine Ausrüstung gleich wechseln. Aber nimm das jetzt bitte nicht als Zusage, PNG. Das hatte ich letztens schon mal. Ich habe nur gesagt, wir können dann schauen, was wir dann machen. Das ist keine feste Zusage und nichts dergleichen. Ich kann einfach nichts versprechen. Es kann auch sein, dass ich es vergesse oder so bis dahin. Ich hatte es nämlich letztens schon mal. Da habe ich gesagt, ja, man kann ja mal gucken. Und dann habe ich die Mods ausgewählt und dann, keine Ahnung, kam man da in den nächsten Livestream und meint, ey, das ist voll scheiße von dir, du hast das zugesagt. Und ich habe das nochmal nachgeprüft, das stimmt gar nicht, habe ich nicht. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt, wo ich das angeblich gesagt habe. Aber wir können gerne schauen, wenn ich nochmal aufstocken muss. Jetzt gucke ich erstmal Drachengebrüll, zack. Die nehme ich schon mal mit und dann ändere ich nochmal meine Rüstung. Und zwar nehme ich für die Beine einmal Panther mit. Und ich glaube, ich belasse es dabei, ja. Dann bin ich ordentlich schnell unterwegs. Wollen wir mal gucken, was damit so geht. Die restlichen Quests muss ich noch 5 Runden spielen, damit ich hier, also um Platz 1 bis 2 im Team belegen. Und noch 16 Granaten werfen. Dann gucken wir mal. Nee, heute spiele ich nur für meine Quests, Firefox. Aber ich mache hoffentlich demnächst mal wieder Community-Zocken. Dann schreibe ich das auch mit rein in den Titel, damit das jeder weiß. Und dann könnt ihr das, wenn ihr das seht, klickt direkt drauf, dann könnt ihr mitzocken. Mache ich bald wieder. Jetzt bin ich fast tot. Nein! Jetzt hat er mich noch von hinten geholt. Scheiße, sonst hätte ich den noch locker bekommen. Moin, Deleo. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, so übelst schnell zu sein und vor allen Dingen nur noch auf den Nahkampf zu gehen mit der Waffe hier. Die Drachengebrüll ist auf weite Entfernung fast schon sinnlos. Boah, das ist jetzt mutig, was ich hier mache. Was? Der hängt da in der Luft? Aha. Nee, in letzter Zeit habe ich kein Gold gekauft. Und Sniper kann ich dir gar keine empfehlen, weil ich habe nur die Prometheus und die finde ich nicht so geil. Ich kenne mich nicht so gut aus mit den Sniper-Gewehren. Wobei die eine für Gold, nicht die Level 34, sondern die andere, die ist übelst heftig. Aber die muss man halt für teures Gold kaufen. Mehr. Oh, schade. Das war nicht mehr meiner. Aber das Sniper hat einer da hinten. Ja, den holen wir uns jetzt zu zweit. Oh, gleich zwei davon. Ja, aber wir liegen trotzdem zurück, obwohl ich hier gar nicht mal so schlecht gespielt habe bis jetzt, sehe ich gerade. Ah, da versucht doch einer um die Ecke zu sneaken. Nein! Okay, der dritte hat mich. Der campt da so richtig schön in der Ecke. Ja, stimmt. Ich muss Granaten werfen. Fast vergessen. Danke. Aber es geht ja relativ schnell. Okay, den habe ich noch. Oh, er kämpft da schon wieder. Wow, die macht echt fett Schaden, Wintersturm, mit zweifacher Verbesserung. Aber die muss man ja auch wieder nur mit Gold verbessern. Tomatensaft ist auch mit am Start. Moinsen. Nee, ich spiele gar kein Fortnite. Und mein Gewehr, also das hier, wenn du das meinst, mein MG, das ist auf Stufe 3, glaube ich. Also die Stufe, die man machen kann, bevor man Gold einsetzen muss. Wow. Okay, jetzt bin ich tot. Ja. Also auf Level 3, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind schon wieder im Rückstand. Wir müssen gewinnen. Na, komm her. Der hängt da doch so schön.
Herrlich. Wahrscheinlich hat es bei ihm gerade gelaggt oder so, weil er schlechtes Internet hat oder irgendwas. Ah, von rechts höre ich doch was. Ja, da hinten. Er ist schon wieder mit der Wintersturm da, aber diesmal nicht. Oh, Killing Spree, aber ich habe keine Muni mehr. Das ist nicht gut. Ah, sehr geil. Jetzt habe ich wenigstens nochmal den Drachengebrüll mit Einfachverbesserung. Einfachverbesserung. Und wir sind langsam in Führung. Das ist auch sehr gut. Oh, geil. Der hat einen Zerstörer. Den nehme ich mir. Fünffach verbessert. Aber ich bin fast tot. Oh ja. Und wir haben gleich gewonnen. Moin, Giko. Komm, wir müssen jetzt hier noch 2 Punkte holen. Ihn hier. Yes. Und gewonnen. Ich glaube, 5 ist das Maximum-Level von der Waffe. Ich kann ja mal kurz gucken hier. MGs. Genau, 3 von 5. Jetzt müsste ich hier noch 415 ausgeben, dann nochmal 580. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich spare das erstmal. 950 habe ich ja schon gesammelt wieder. Seht ihr rechts oben. Und wenn ich so weitermache, dann sieht das eigentlich nicht so schlecht aus. Jetzt gucken wir nochmal. 15 von 30 Granaten, 5 von 9 Runden. Gut, ich muss auf jeden Fall eindeutig mehr Granaten werfen. Und ich ändere mein Setup nochmal. Und zwar werde ich jetzt einmal Tsunami nehmen. Nee, nicht Tsunami. Kammerjäger, 25% Gesundheit, wenn ich jemanden töte. Und dazu nehme ich mir dann auch nochmal... Wo ist es denn? Jockey, 25% Rüstung, wenn ich jemanden töte. Das ist auch eine sehr, sehr geile Kombination, finde ich. Moin Lappen, schön, dass du wieder am Start bist. Ich spare auf keine spezielle Waffe, aber ich würde, wenn, dann eventuell mir so eine Level 34 Waffe zulegen. Entweder die Juggernaut, also das Sturmgewehr, oder die Stachelschwein, diese Shotgun. Oh, das war nicht schlau von hier aus. Mit der Drachengebrüll. Moin Clashbomb. Oh, da wurde gesniped. Hier gehe ich jetzt lieber nicht lang. Ja, da links hinten. Der hängt da doch in der Ecke. Vielleicht kann ich ja hier um die Ecke kommen und ihn töten. Boah, viel zu viele. Viel zu viele. Alter, zu dritt kommen die da rein, die Assis. Moin, Endogs. Und Tag, Malte. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir verkacken hier gerade ein bisschen in dieser Runde. Ich hoffe, das können wir noch ändern. So lang läuft sie noch nicht. Guck mal, campt er da noch? Nee. Aber da hinten ist wieder einer und ich bin zu weit weg. Ätzend. Und von hinten kommt einer. Oh mein Gott. So, kurz mein Display ein bisschen heller gemacht. So, wo geht's hier längs? Wo sind die Gegners? Da. Sie campen wieder in der Ecke. Und kommen wieder alle auf einmal. Alter, nur Assist mache ich hier. Yes, alle weggeholt. Damit habe ich auf jeden Fall ein bisschen aufgeholt. Aber jetzt müssen wir gucken. Ja. Boah, dass ich nicht gleich wegsterbe hier. Zu viele. Das war wieder nicht gut. Es war so klar, dass sie da wieder alle warten. Boah, da snipern die schon wieder. Ja, ich habe ihn noch gesehen. Ach ja, die Granaten muss ich werfen.
Nicht vergessen, nicht vergessen. Der hat die Juggernaut und die wurde direkt aufgenommen von irgendjemandem. War wieder so klar. Das war knapp. Ja, sehr schön. Den hat er tatsächlich noch bekommen. Und ich den nicht mehr. Ah, jetzt sind wir im Rückstand. Gar nicht gut. Jetzt muss ich zusehen, dass wir da noch was dran ändern können. Komm her. Und du auch. Und du auch. Wow, und der letzte hat mich noch. Moin, Tim. Bei dir steht nichts in der Beschreibung. Dann bitte einmal aktualisieren. Dann warst du zu schnell beim Einschalten. Das ist der ewige YouTube-Bug. Sobald ich den Livestream starte, verschwindet die eingefügte Livestream-Beschreibung und ich muss sie wieder einfügen. Und dann muss ich ihn einmal aktualisieren, um das zu sehen. Also den Livestream. Nein. Jo, vielen Dank, Kuito, für dein Abo. Das freut mich. Alter, 12 Kills und 12 Assists. Das habe ich auch nicht oft. Na komm, 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 komm. Nein, shit. Oh, Noob mit Skill ist wieder am Start. Danke für die Donation, danke, danke, mal wieder. Mir geht's super, du. Ich hoffe dir auch da draußen. Ich habe dich noch gar nicht im Chat gesehen und dann kommst du schon wieder mit einer Donation hier um die Ecke. Ja, wir nähern uns langsam dem Ziel von den täglichen Quests. Jo, Fabtop, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Doch, Fabtop. Vielen Dank fürs Abo, auch an dich auf jeden Fall. Moin, Riju. Schön, dass du auch am Start bist. Ja, Mann. Einmal durchgehämmert. Gut, den letzten habe ich nicht mehr geholt, aber das war schon ziemlich nice, gerade die Action. Jo, von hinten. Okay, das war's. Aber kleine Killstreak für den Anfang hingelegt und wieder ordentliche Assists gemacht. Nee, für heute hatte ich es noch nicht geplant, Noob mit Skill, wieder Community-Runden zu machen. Aber ich habe vorhin schon, als ich mehrfach gefragt wurde, gesagt, so, ich müsste das auf jeden Fall demnächst mal wieder machen. Und dann schreibe ich das auch ordentlich direkt gleich in den Titel rein. Oder packt es in Thumbnail oder beides so, dass das auf jeden Fall direkt ersichtlich ist. Und dann machen wir wieder schön Community-Zocken. Weil heute wollte ich meine Quest erledigen, um wieder Gold zu sammeln. Ich muss jetzt ordentlich Gold sammeln, um mir dann irgendwann vielleicht auch nochmal eine Level 34-Waffe leisten zu können. War da nicht gerade was? Ja, da war was. Scheiße, ich habe den nicht gesehen. Nein, das war dumm. Unnötig. Kannst du die Spenden-PNG, weil so ein Konto erstellen muss? Was für ein Konto? PayPal? Oder was meinst du genau? Auch als Hose würde ich entweder die empfehlen, wo du 25% Rüstung regenerierst mit jedem Kill. Oder Space Marine, die allerteuerste. Da kriegst du, glaube ich, 3 Sekunden 50% weniger Schaden nach einem Kill. Oder Panther, mit der du schneller läufst. Ist auch richtig nice. Schneller laufen macht immer richtig Laune. Und ist auch sehr effektiv. Da ist er doch. Ah, der hat aber sich gut versteckt, ey. Das muss man sagen. Ja, PayPal. Ach so, okay. Ja, ätzend. Naja, freut mich trotzdem, wenn du einschaltest. Und wir haben kein PayPal. Clown, Klaubär? Verstehe ich nicht.
Man hat 2800 Leben bei Level 50, genauso wie ich jetzt auch schon habe, weil ab Level 34 hat man, wenn ich jetzt keine komplette Scheiße laber, eigentlich das Maximum erreicht an Leben und auch an der Jacke. Da geht dann nichts mehr. Da haben sie mich noch weggeholt. Was, 6000? Ernsthaft? Kriegt man bei 6000 wirklich bei Level 50? Da ist ein Sniper. Mal gucken, ob ich kriege. Boah, das sind zwei gewesen. Das habe ich nicht gesehen. Na gut, dann habe ich doch Blödsinn gelabert. Dann geht das doch nochmal ein Stückchen höher. Wusste ich jetzt nicht. Aber dann wahrscheinlich erst bei Level, direkt bei Level 50, oder? Oh, Nano ist dabei. Das freut mich. Matt, von wo? Nein, da hinten. Ich bin tot. Road to Top Spender. Vielen, vielen Dank, Luten Skill. Dankeschön. Das freut mich echt. Du gehst ab. Road to Top Spender. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich kenne Road to Commander, Road to sonst was. Alles Mögliche, ne? Aber das habe ich noch nicht gesehen. Aber ich glaube, du bist es sogar schon, oder? Nee, ich glaube noch nicht. Ach, wie auch immer. Ah, zu viel auf einmal. Moin, Klarotami. Herzlich willkommen hier zu Ganz auf Boom. Boah, das war wieder eine schöne Runde. Jetzt gucken wir nochmal hier bei den Quests, ob sich da was getan hat. Ja, doch, es geht langsam voran. Ich vernachlässige eindeutig die Granaten. Ich muss jetzt jedes Mal, wenn ich gestorben bin, zwei Granaten einfach sinnlos irgendwo in die Ecke werfen. Damit ich das nicht wieder vergesse. Meine KD bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube um die 1,8 rum. Dürfte meine KD sein. Müsste ich nach der Runde mal schauen, wenn ich das nicht vergesse. Aber so, das sollte ungefähr hinhauen. Aber die wird bestimmt nochmal ein bisschen runtergehen, umso weiter ich im Level aufsteige, weil das sind immer heftigere Gegner natürlich. Das wird nicht leichter, das Spiel. Ach, er geht schon zu C. Ja, dann helfe ich ihm jetzt mal hier Richtung A zu gehen. Komm, rück mit mir vor, Freundchen, nicht campen. So geht das. Jo, Jaden, vielen Dank für dein Abo. Ich dachte, hier wäre irgendwo noch einer. Da! Ja, jetzt sind die hier. Nein! Das war nichts mehr. Aber ich bin Erster. Spätestens jetzt bin ich Topspender. Du bist verrückt, Alter. Du bist verrückt. Das auf jeden Fall. Dankeschön, Mann. Ich hoffe, das aktualisiert sich da unten jetzt auch. Ich habe jetzt nicht weiter drauf geachtet. Jo, Killer Wall. Wall, nicht Wall. Killer Wall. Vielen Dank für dein Abo. Na, komm her. Ah, das hat er mich noch erwischt von... Oh, ätzend. Ja, Iceberg, die soll tatsächlich ganz gut sein. Das habe ich auch schon öfter mitbekommen. Haben mir, glaube ich, auch die Leute schon öfter geschrieben. Jo, Skiller HD, auch vielen Dank an dich für dein Abo. Oh mein Gott, jetzt bin ich tot. Aber ich konnte es wenigstens noch lesen. Ja, meine Gang wächst, meine Gang wächst. Ich bekomme jede Menge neue Member. Nein, scheiße, so knapp, den hätte ich fast noch bekommen. Ja, Thanatos, die soll richtig heftig sein.
Das stimmt. Road to 10.000 Subscriber, ja, das wäre nice. Und ob ich heute noch Far Cry 5 bringe, kann ich dir nicht genau sagen. Vielleicht. Muss ich mal gucken. Aber wenn, dann wahrscheinlich wieder eher spät abends so. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber keine Ahnung, 10, 11, irgendwie so. Denke ich mal. Nein! Von wo? Von hinten irgendwo. Oh, von allen Seiten. Jetzt bin ich eh tot. Ah ja, ich sehe gerade hier unten in meinem Livestream. Das hat sich tatsächlich aktualisiert, Noob mit Skill. Falls du das, kann auch sein, dass du schon geschrieben hast, ja, hat sich aktualisiert, wenn, dann habe ich nicht gesehen beim Zocken. Aber es funktioniert, das ist schon mal cool. Und hau rein, PC. Viel Erfolg beim Arbeiten, lass dich nicht ärgern. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Und Stachelschwein, würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Also die habe ich schon des Öfteren hier aufgehoben, seitdem ich Level 34 bin. Und das ist eine richtig übertriebene Shotgun, ne? Alter, das ist schon pervers. Die hat eine Schussrate, die ist unnormal. Macht Feuerschaden, wenn mich nicht alles täuscht. Und macht übertrieben viel Schaden, wenn man damit trifft. Nice, gewonnen. Vielen Dank, Stefan, für deinen Kommentar. Das freut mich zu hören. Hau rein, Claro Dami. Bis zum nächsten Mal. Ah, hier habe ich eine Quest erledigt. Sehr geil. Verursache 100.000 Schaden mit Handgranaten. 30 Gold. Übelst nice. Das kann ich richtig gut gebrauchen. Noch eine Runde und 9 Granaten. Dann habe ich es geschafft, Freunde. Spar auf jeden Fall auf Stachelschwein. Auf keinen Fall die Sunny upgraden. Also wenn das deine Optionen sind, dann hol die definitiv Stachelschwein. Oh mein Gott, okay. Jo, auch vielen Dank an dich, DeLeo, für Zuschauen und deinen Kommentar zuletzt. Und haust rein, bis zum nächsten Mal. Granatenwerfen nicht vergessen. Yeah. Triple kill. Nein, schade, ich wollte den einen noch bekommen. Ich guck mal, ob ich Far Cry heute noch bringe, aber ich werde dich auf jeden Fall wieder streamen. Ich finde das auch übelst geil, das Spiel. Und hey, zurück an Black Knight. Da war so klar, dass da wieder einer steht, ne? Oh Mann. Boah, die hat mich noch getroffen, die Granate. Ätzend. Moin Eddie, aber heute spiele ich allein. Wollte ich eigentlich nur kurz angemerkt haben. Ich werde aber demnächst wieder Community zocken machen im Livestream. Let's rock. Double kill. Awesome. Kill assist. Like Easter. Danke, Easter. Ja, genau. Dann zocken wir wieder zusammen und dann denke ich mal wieder am Pro-Modus. Ist auf jeden Fall so die fairste Variante, ne? Wenn dann Leute aus allen möglichen Levelstufen mitspielen.
Pentakill. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal gehört, gesehen, gemacht. Ich will jetzt nicht lügen. Aber irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ich meine, das ist ja nicht leicht, ne? Es gibt ja hier nur 4 Mitspieler. Und dann 5 zu töten, da muss man schon ordentliche Arbeit leisten. Ah, ich bin gleich tot. Yep. Hab mich gerade noch geheilt. Die Sunny finde ich ziemlich cool, PNG, aber die wird, finde ich, ein bisschen zu schwach, wenn man so über Level 30 kommt oder Level 34. Auch wenn man sie auf Maximum auflevelt. Leider. Oh, schönes Ding. Letzter Kill war noch von mir, aber ich habe schon wieder vergessen, genügend Granaten zu werfen. Denn das dürfte ich jetzt genau abgeschlossen haben. Haben wir schon mal 2 von 3 und jetzt muss ich nochmal 5 Granaten hinterher schmeißen. Vielleicht gucke ich nochmal... Vielleicht nehme ich ja mal zur Abwechslung bei... Nee, ich nehme jetzt hier keine andere Waffe. Ich belasse es jetzt aber. Ich zocke das jetzt nochmal weiter mit dem Setup. Jo, vielen Dank, Danidee, für deinen Kommentar. Ich gebe mein Bestes, der Beste zu sein. Schade. Ich habe gedacht, damit kann ich einen Granatenkill noch schaffen. Okay, ich bin tot. Das war nicht schlecht von ihm. Ah, der hat meine Waffe aufgehoben. Das sehe ich ganz genau. Drachengebrüll, zweifach verbessert mit diesem Tiger-Skin. Weil ich das auch nochmal wechseln könnte. So geil finde ich das jetzt eigentlich nicht. Aber es gibt wenig Skins, die passen zur Drachengebrüll, weil sie immer dieses Gold drumherum hat, was ihr seht. Und das harmoniert mit vielen Skins einfach überhaupt nicht, finde ich. So, überrannt. Massaker, ja, habe ich auf jeden Fall schon mal geschafft. Und ganz auf Boom, weiß ich nicht genau. Spiel ich, glaube ich, seit einem Jahr ungefähr. Ungefähr. Vielleicht auch ein bisschen kürzer. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Oh mein Gott, da hat er mir noch geholfen. Das hat nicht mehr funktioniert. Jo, mach das, FB1. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, bis du wieder da bist, sage ich vielen Dank fürs Moderieren, fürs Zuschauen und sonst bis später. Oh nein, der Sniper hat... Nein, ich bin tot. Eisberg, das war die Eisberg. Ich habe es genau gemerkt. Moin, Claude-Jan. Herzlich willkommen. Nice, Double Kill nochmal hingelegt. Bist echt nett, sagt Danny Dale. Solange man nett zu mir ist, bin ich auch nett zu den anderen. Sagen wir es mal so. Aber freut mich, wenn du mich nett findest. Showtime wird mit ihm spielen. Na gut, komm, jetzt geben wir uns mal einen Level 50 Server. Weil wenn ich mit ihm zusammenspiele, dann komme ich nämlich gegen Gegner in eine Runde rein, die seinem Level entsprechen, und zwar Level 50. Gebt euch mal seine Pokale, 54.000 noch was. Ich warte mal kurz einen Moment, bis er die Runde startet, und dann bin ich mal gespannt auf die Gegner. Das wird jetzt richtig Amok wahrscheinlich. Und moin Zockerbär, schön, dass du auch eingeschaltet hast.
Und let's go. Ich habe gedacht, ich kann noch zwei, dreimal an der Ekippe ziehen, aber es hat leider nicht mehr geklappt. Nee, im Moment brauche ich nicht noch mehr Moderatoren-Nummel-Skill. Ich hatte jetzt von 2 auf 5 aufgerüstet. Und dann hatte ich schon teilweise Streams, wo 3/4 des gesamten Chats nur aus Moderatoren bestand. Was dann irgendwann sieht es auch merkwürdig aus, ne? Und ich habe auch vor allen Dingen sehr aktive Moderatoren. Die ich gewählt habe, die habe ich scheinbar sehr gut gewählt. Schade, ich wollte eigentlich die Shotgun gerade aufnehmen. Ja, aber die ich ausgewählt habe, die scheinen eine sehr gute Wahl zu sein. Die sind, ja, bis auf einer jetzt eigentlich sehr aktiv alle. Und moin, cooler Pro. Schön, dass du am Start bist. Und mir geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch gut, Zockerbär. Das MG, nein, das benutze ich sehr selten, weil ich das nur auf Level 3 habe bis jetzt. Und ich muss mich, glaube ich, mehr konzentrieren, weniger auf den Chat, weil diese Runde echt hart ist. Jetzt haben wir hier Level 50 Gegner. Ich muss mich wirklich ein bisschen ranhalten. Sonst werde ich hier noch Letzter. Oh, der hat mich gleich getroffen, der Assi. Nicht sein Ernst. Oh Gott, ey, die haben alle heftige Waffen, ne? Ich glaube, ich sollte sonst zu Feuerteufel, die hätte ich wahrscheinlich eher mitnehmen sollen hier. Mit Jäger der Nacht als Kombination, dass ich erhöhten Kopfschussschaden habe. Oh, da ist die Shotgun. Und er hat sie auch gehabt, die Stachelschwein. Ätzend. Moin, Felix. Ich hoffe, ich kann gleich, bevor die nächste Runde startet, noch schnell meine Ausrüstung wechseln. Oh mein Gott, da hinten wird gesniped wie gestört. Oh, das war so klar. Liquidator, Alter, hat da gleich die Level 34 Sniper. Ja, die geben sich das Sniper-Duell, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich gehe mal rechts rum. Schade. So, jetzt habe ich mir das Level 34 Set abgekrallt, auch mit wenig Schuss in der mit wenig Munition hier, aber egal. Ah, sehr schön, gleich wieder voll gemacht. Ich komme aber nicht dazu, hier irgendwen abzuknallen, weil die mich vor... Ja, die sind echt hart, die Gegner. Dir geht's selber gut, aber du spielst nicht mehr so viel ganz auf Boom. Macht's keinen Bock mehr? Oder warum? Oder keine Zeit? Ja, es gibt schon Aussichten auf die neuen Level. Das ist wohl wahr. Ein Vorgeschmack. Schade, jetzt gleich die Waffe gekrallt. Die wollte ich haben. Alter. Was sind das für Gegner? Die Stachelschwein schon wieder. Alter, 2 Schüsse vom Stachelschwein und ich bin sofort tot. Das ist doch nicht normal. Ich glaube, ich brauche 3 oder 4 mit meiner Ansturm hier, wenn ich auf die baller. Wir haben trotzdem noch gewonnen. Ich bin Letzter, aber wir haben noch gewonnen. Gut, ich muss noch mal schnell meine Ausrüstung ändern. Sonst habe ich gleich ein Problem. Einmal die Feuerteufel. Jäger der Nacht. Und als Beine nehme ich... Ja, ich glaube, Jockey ist ganz gut. Besser als nix. Ich guck mal. Ein Gay fragt, spielst du ganz auf Boom Controller? Nee, ich spiele auf einem Samsung S8 Plus. Ach, ich bin gar nicht mehr in der Gruppe drin, er hat mich rausgeworfen. Ich war ihm wohl zu schlecht.
Na gut. Dann zocken wir einfach so nochmal ein Ründchen. Jo, mach das. Viel Spaß beim Zocken, Vogel. Ich kenne das selbst, wenn man manchmal Livestreams oder Gameplays sieht, dass man übelst Bock auf das Spiel bekommt. Und moins, Viper Games. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Schön daneben geholzt. Oh mein Gott, alle auf einmal. Nicht gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Stachelschwein kostet. Über 3000 Gold auf jeden Fall. Oder um die 3000. Lieber ein MG oder ein Sturmgewehr? Auf jeden Fall ein Sturmgewehr. MGs sind schon geil für weitere Entfernungen. Aber, ja, es kommt darauf an, natürlich, welches Sturmgewehr du jetzt nimmst. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel eins hast, was auf mittlere bis weitere Reichweiten auch gut ist, dann brauchst du nicht unbedingt ein MG. Ich habe mir jetzt erst, nachdem ich Level 37 erreicht habe, mein erstes MG gekauft. Ich habe dann nämlich auch lieber gespart und meine Kohle investiert in vernünftige Shotgun. Oder mehrere sogar, und vernünftige Sturmgewehre. Aber wir sind am Verlieren. Das dürfen wir nicht zulassen. Und jetzt nehmen sie A ein. Das wollte ich nicht, Alter. Ich wollte ranzoomen. Verkackt. Und von hinten. Ja, moin. Lieblingsmap habe ich nicht so gesehen in ganz auf Boom. Ich mag nur die Maps, die zu weitläufig sind, nicht so gerne. Zum Beispiel diese Mexiko-Stadt und da gibt es noch so eine andere, die finde ich nicht scheiße, aber die mag ich nicht so gerne spielen. Ich mag tatsächlich lieber die etwas verwinkelteren Karten hier. Na komm. Nein, sein Kollege ist mir dahergelaufen. Ja, Fahrzeuge wären tatsächlich interessant in Guns of Boom. Ob das wirklich geil kommt oder nicht, kann ich so jetzt nicht sagen. Aber es wäre auf jeden Fall sehr interessant. Oh mein Gott, von da hinten. Ach was. Wer auch immer das war, er hat mich gerettet. Aber ich bin eh gleich tot. Nein, okay, das war nix. Moin, Dennis. Wie lange ich stream, kann ich nicht genau sagen. Aber ich glaube nicht mehr ganz so lang heute. Ich wollte ja nur meine Quests erledigen. Das habe ich jetzt fast schon komplett geschafft. Ich glaube, gleich habe ich es geschafft, wenn ich nicht wieder vergesse, Granaten zu werfen. Aber ich lade das ja wieder im Nachhinein hoch. Als Video. Und ja, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, PNG. Du bist ja echt aktiv. Seit einigen Livestreams. Und das ist auf jeden Fall nice zu sehen. Und ja, ich spiele noch viele andere Spiele auf meinem Handy. Am besten gehst du auf meinen Kanal und da siehst du die ganzen Playlists. Oh, da habe ich aber schlecht gespielt, yo. Na gut. Ja, da siehst du die ganzen Playlists, was ich für Spiele spiele. Da sind einige Games dabei. Zack. Und zack, nochmal 900 Gunbugs obendrauf. Komm. Hallo, ich will das nehmen da unten. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Ernsthaft? Okay, das Spiel ist abgestürzt. Einen ganz kurzen Moment. So. Ich weiß nicht, ob ich heute noch Far Cry zocken werde. Wurde ich schon öfter gefragt heute bei Viper Games? Vielleicht. Und wenn, dann wieder eher spät abends. Das beste Gewehr. Das teuerste Fabtop. Der Liquidator.
Dann gucken wir jetzt hier nochmal. Ja, alles klar, das hat er sich hier schon genommen. Unten den Bonus. Geil, da haben wir das ja alles erledigt. Na, da ist schon einer? Okay. Nein! Nein! Schade, kein Triple Kill, aber immerhin Double Kill am Anfang. Ich dachte, hier war einer. Strange, der ist wahrscheinlich weggelaufen. Oh mein Gott, der war nicht schlecht. Ja, Thanatos ist uns das beste Snipergewehr davor, das stimmt. Ja, C-Ops spiele ich sehr wenig in letzter Zeit, muss ich sagen. Ich werde vielleicht noch mal ein paar Gameplays bringen, aber wie viele es insgesamt werden auf meinem Kanal jetzt in Zukunft, kann ich nicht genau sagen. Wir sind ja schon wieder richtig am Verkacken hier. Ich muss mich echt mehr konzentrieren, Freunde. Das geht so nicht. Na, zeig dich. Nein, er hat mich ernsthaft getroffen mit seiner Nate. Ich weiß nicht, wo Lafina ist. Die hat vorhin einmal nur kurz Moin in den Chat geschrieben. Moin, Elias. Mir geht's super. Ich hoffe, dir auch soweit. Aber der Stream geht auch nicht mehr so lang, Elias. Den kannst du dir sonst im Nachhinein später nochmal als Wiederholung angucken. Wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, veröffentliche ich das wie immer. Weil ich wollte ja nur meine Quests erledigen, wie im Titel steht, und das habe ich auch schon geschafft eben gerade. Deswegen zocke ich hier noch 1, 2, 3 Ründchen zum Abschluss. Einfach so. Boom. Weil ich da Bock drauf habe. Und moin, Drehwolf. Da war ich abgelenkt. Stirb. Du auch. Was ist dieses Domination? Das verstehe ich noch nicht. Ich glaube, das ist relativ neu. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll genau. Shit, er hat das Stachelschwein. Ja, damit hat er wieder die höhere Feuerrate. Aber das schaffen wir nicht mehr, diese Runde hier zu gewinnen. Wir werden elendig verkacken. Ätzend. Hat er mich doch noch bekommen. Und wir haben verkackt. Boah, wir waren auch nur zwei Leute. Okay, das erklärt so einiges. Zack, gleich mal in die nächste Runde. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ah, vielen Dank. Wenn ich dreimal hintereinander einen Spieler gekillt habe, ohne dass er mich gekillt hat, das macht irgendwie Sinn. Zumindest klingt das ja sinnvoll. Alles klar, vielen Dank. Oh, da hinten, da campt einer, da will ich jetzt nicht hin. Na komm, zeig dich. Yeah. Oh,
Oh, er ist auch weg, der hier gecampt hat, okay. Und von hinten, gar nicht gut, das war mein Tod. Ja. Gut, ich glaube, ich zock heute nach diesem Stream wahrscheinlich kein Guns of Boom mehr und wenn dann vielleicht nur ein, zwei Runden irgendwie nebenbei. Elias, von daher glaube ich nicht, dass das heute noch was wird. Deswegen habe ich ja hier diesen Stream gestartet, weil ich eben einfach noch meine Quests erledigen wollte für heute. Boah, der war böse. Juggernaut, ja, kein Wunder. Ach, Lafina ist auch noch am Start. Hat nur nebenbei was gefordert. Oh, viel zu viele Gegner. Ja, das war nix. Ich glaube, er ist AFK. Nee, er ist nicht AFK. Ich habe gedacht, der wäre nicht an seinem Handy dran, aber der war scheinbar einfach nur ein bisschen dumm. Und das war dumm von mir, denn jetzt werde ich platt gemacht. Yep. Moin, Fabian. Na, lauf nicht weg. Shit, da bin ich noch verbrannt. Vom Feuer, vom Stachelschwein. Nee, ich kenne meine Mods nicht persönlich. Keinen von denen. Geil, den habe ich ernsthaft noch bekommen. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich habe jetzt die Level 34 Shotgun. Mal gucken, ob ich damit irgendwo hinkomme, ohne zu sterben vorher. Mal gucken, ob ich sie einsetzen kann. Yep, gegen den Sniper. Beste. Alter, diese Feuerrate, ne? Boah, böses Ding. Schade, nur Triple Kill. Du, ich habe Sunny zweifach verbessert auf meinem alten Account. Da habe ich erst vor nicht mal einer Woche, glaube ich, ein Video zu rausgehauen, PNG. Was die bessere Shotgun ist, Sunny oder Ansturm. Da kannst du zumindest ausgiebig ein Gameplay von mir sehen mit der Sunny zweifach verbessert. Oh, da liegt sie schon wieder. Geil, wie oft kann man denn bitte daneben schießen? Und ja, Elias, ich bestimme das selber und nein, du kannst keiner werden, denn ich habe genügend Moderatoren aktuell. Und werde andauernd gefragt, ob ich noch Moderatoren brauche. Nice, die Runde, die war doch nochmal richtig schön zum Abschluss hier. Die kann ich so stehen lassen, besser als die Runde davor. Die war ja katastrophal. Dann würde ich sagen, war das doch ein richtig nicer Abschluss hier für den knackigen Livestream für heute in Guns of Boom. Ich wollte es auf jeden Fall mal wieder gestreamt haben und habe mir gedacht, die täglichen Quests mache ich jetzt eh öfters hier, damit ich das Gold einsammeln kann, um mir irgendwann nochmal eine heftige Level 34 Waffe gönnen zu können. Und lasst euch daran teilhaben. Deswegen heute etwas kürzer als wie gewohnt. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank an alle Moderatoren fürs Moderieren, an alle Zuschauer fürs Zuschauen und auch an Noob mit Skill nochmal danke, falls du noch zuschaust, für deine Donations. Echt derbe nett von dir. Und du müsstest jetzt eigentlich auch Top-Donator sein. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ja, der Livestream wird wieder wie immer als Video hochgeladen, sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist. Ja, die drei Kisten kann ich nochmal schnell aufmachen. Aber so wirklich spektakulär wird es nicht sein. Gesammelt, gesammelt. Ja, die habe ich aber, glaube ich, eh schon. Gucken wir hier nochmal. Nee, das will ich jetzt nicht. Nee, nichts Neues dabei. Ich habe hier sowieso viele Skins schon.
Gut, dann wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt hoffentlich noch einen angenehmen Tag und dann bis zum nächsten Livestream oder Video. Haut rein, Leute, und tschüssi.